Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir zwei haben uns mal wieder nur mit unseren lehrbaren Perks in den Nebel gewagt. Und passend dazu hat Felix den Lehrer Adam Francis genommen. Das heißt, er nutzt die Perks Ablenkung, Befreiung und Autodidakt. Ich habe mich mit dem Detective Tap rumgeschlagen und nutze dafür die Perks Beharrlichkeit, Taps Verdacht und Observierung. Und wie das Ganze ausgeht, seht ihr gleich im Video. So, und da sind wir auch wieder im Spiel. Meine Außenwand ist auch gerade reingejoint. Ist wichtig. Ja, ist wichtig. Wir brauchen eine Außenwände, ne? Oh, hier sind schon alle von einem Fleck. Ich folge mal dem Lehrer, der hat Grips. Ja, hey. Ich weiß, wo es lang geht. Du weißt, wo es lang geht. Ruin? Ich hasse dieses Spiel. Das war ein großartiger Skillcheck. Aber da blitzt da hinten. Das ist eine Legion. Ach, shit. So, ich denke, sie wird jetzt auf dich gehen, oder? Weiß ich nicht. Weißt du, ich habe mir extra so einen übelst coolen, schwarzen, langen, dunklen Mantel angezogen. So Men in Black mäßig. Ja, damit man mich halt nicht so schnell sieht. Und das Legion. Hey, da bist du. Du hättest die Legion geblitzdingsen müssen. Ja, ja. Sehr gut. Wir sind hier zwischen dem Generator, wo wir waren, und der Schrottlaube. Also das bist ja du. Okay. Ah, jetzt die Junge mal auf. Da. Wo sind wir Totem? Ich hab keine Lust auf ihn. Weil die Kacke-Kate mendet sich genau in der Palette, da konnte ich jetzt nicht durchlaufen, musste weiterlaufen. Jetzt habe ich dann hier abgeschmiert. Indirekt. Ja, weißt du, wer sich bei einer Schrottlaubenpalette direkt da drin mendet? Das ist halt wirklich selber dran schuld, ne? Ja, so, ich gehe jetzt hier zu der Palette und mende mich erstmal. Machen wir ein normales Totem weg? Ich müsste den Generator machen, dann sehe ich alle Totems. Stimmt. Also alle nicht, aber einige. Wir können eigentlich auch einbauen, dass man die, dass man nicht dran sitzen muss, weißt du? Wie dran sitzen muss? Na, bei dem Perk von Jane ist es doch so, du musst nicht am Generator selbst sein, damit er aktiviert ja, wird. Ja, ja. Können sie doch bei Taps Verdacht auch machen. Ach so, ja, eigentlich. Also bei dunkler Wahrnehmung würde ich es nicht machen, weil das ist schon zu mächtig. Mhm. Da siehst du ja wirklich den Killer, da würde ich sagen, du musst halt wirklich am Generator sitzen. Ja. Aber bei dem Perk, da siehst du halt einfach mal Totems und andere Generatoren in der Nähe. Das finde ich jetzt nicht so hart. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Also, so krass ist das, ist der Perk auch nicht, aber. Der erste liegt. Ruin wurde zerstört. Okay. Ich bin oben auf dem Boot. Ich komme auch. Meinst du, heilen lohnt sich? Ich meine, das Ding ist, die Legion ist jetzt halt schneller, ne? Ja, heilen wir. Ja, warte, die ist hier gleich unter uns. Wir werden eh nicht fertig, ja. Dann sind wir alle wieder verletzt. Darum. Ja, sie kommt zu uns. Ich wollte gerade sagen, wollen wir den durchplauzen? Ja, dachte ich. Oh shit, wieso hat die denn? Damit rechnet doch keiner! Verdammt! Ja, das war nichts. Der Zorn des Gespenst, ne? Hast du ja mit. Ach! Weißt, anscheinend auch beständig. Weißt, da konnte ich eins und eins zusammenzählen. Schon mal. Ja, Mensch. So. Ja, kann ja sein, dass du es nicht mehr gehört hast. Doch, doch. Ach, und ich habe auch niemanden vorher gerettet, also ist Befreiung jetzt auch weg. RIP Befreiung. Aber ich habe Pebble, also lach nicht zu laut. Lach nicht so laut, hallo. Naja, klar, sonst gibt es Steinchen. Ich muss dich auch nicht retten. Ich gehe nach oben, machst du den unten? Ja, kann ich machen. Boah, ne, etwa da. Ach, shit, sie jagt die eine hier direkt in der Nähe. Ja, aber wo? Ne, hier auf dem Boot sind die gerade. Auf dem Boot? Ja. Also ich sehe dich da unten. Oh shit, und jetzt jagt sie mich, weil ich hier voll reingelaufen bin. Das war richtig schlecht. Und sie ist ja schneller. Ach, das unterschätze ich immer, ne? Ich hab's wieder vergessen. Ja, der war großartig. Ist ja auch schneller geworden.
Pseudo großartig. Da oben ist eine Kiste schon geplündert. Da ist noch ein Totem, da ist noch eine Kiste. Ich mach mal das Totem da hinten. Da ist noch ein Totem. Ruin. No, jetzt versuche geht alle an. Ja. Ja, Legion, hier ist niemand, der die Palette umwerfen will. Findest du auch traurig? Ja. Die steht erstmal einfach nur so da, so nach dem Motto, ich täusche an. Und ich habe rausgefunden, mit Tap, beziehungsweise mit dem Perk Beharrlichkeit, ja, ist es besser, wenn du niedergeschlagen wirst, während du gerade durch ein Fenster springst. Wieso? Weil du dann sofort kriechen kannst. Wenn du in der Jagd einfach so niedergeschlagen wirst, hast du halt erstmal diese Animation, dieses Aah! Und fällst hin. Ganz vorhin jetzt hier reingelaufen. Und kannst dann nicht sofort loskriechen. In der Zeit, wo du dann halt anfangen könntest, rein theoretisch zu kriechen, wirst du schon aufgehoben. Okay. Ich halte jetzt einfach mal. Alter. Damit ziehe ich dann auch halt. Wir haben jetzt einen Generator gemacht und ich bin tot, wenn ich hänge. Ach ja, stimmt, ich habe ja Autodidakt, na klar. Will ich da heilen, ne? Na gut, aber der Generator. Was war. Oh, ist das bei mir gerade übelst geleckt. Keine Ahnung, bei mir war alles normal. Die hat mich aufgehangen, es passierte nichts, die blieb einfach stehen, ich habe nichts geschrien, auf einmal war sie weg und ich habe noch geschrien. Okay. Da hinten macht einen Generator bei der Schrottlaufer. Eine sie, ja. Ist oben. Ich geh zu dir. Die Legion Yakati Kate. Ja. Also die Jane wird gejagt, oder? Ja, nicht Kate, ja. Jane, sondern Jane, ja. Stimmt. Wer ist jetzt schneller? Ja, der nee, andere egal. Heinz, ne? Wir können gleich heilen. Ja, ich werde dich heilen. Ich weiß nicht, wie effektiv ich geheilt werde. Zack zurück, zack zurück. Nee, ich hab die ersten beiden schon. Ach so, na dann. Boah, was für ein Skillcheck. Da hinten der Generator links von dir, da war der gerade dran. Okay. Na, dann müssen wir da auch ran, ne? Jo. Ich aktiviere mal meinen gebrochenen Schlüssel. Ah. Aber ich sehe hier niemanden in der Nähe. Was ist denn für Items drauf? Na, ich habe einmal auf dem gebrochenen Schlüssel, dass ich die Augen meiner Mitspieler im Umkreis von 24 Metern sehe. Ja. Und dass der Schlüssel eine erhöhte Gebrauchsdauer um 15 Sekunden hat. Also eine kleine Bindung. Weißt du, dann schlägt er jemanden, ne? Und ich habe gerade den Pebble geworfen. Ist ja total sinnlos. Du wirfst einen Pebble, ne? Als Killer kracht so, oh, da ist jemand. Und dann schlägst du dich mal wieder rein. Und na, nee, da ist doch niemand. So, ich mach mal einen Skillcheck. Ja, Skillcheck incoming. Perfekt. Na, jetzt auf dem Terror, heute ist auch noch ein Skillcheck. Nice. Jane mal schnell in 3 Sekunden voll geheilt. Ja, wenn Autodidakt wirkt, ne, ist cool. Okay. Ja, das stimmt. Wir retten. Du plautst den Jane durch. Kommt bestimmt gleich zu mir. Ja, ist bei mir. Das war super optimistisch. Ich hab mich einfach in die Ecke gehockt, weil ich nicht sterben will. Ja, ey. Ich mach hier die super Skillcheck, ne? Lass mich bitte mithalten. Hat gejagt. Voll geheilt. Das ist so gut. Ui. Meinst du, schaffst du, oder? Nee. Hier war eine Palette, die hat er gefressen mit so einem Gespenst und dann war hier nichts mehr. Nicht mal ein Fenster. Na, wir müssen jetzt versuchen, so zu spielen, dass wir den nicht mehr stunnen mit den Paletten, ne? Wieso? Du kannst jetzt mit dem Moment die Paletten kaputt machen. Ja, na klar, aber du kannst ja schlecht mitzählen, wie viel die anderen beiden. Weißt du? Also du weißt jetzt, okay, jetzt wird's gefährlich, ne? Ja. Ich bin krass. Police! Ich bin wirklich krass. Das ist schön. Du merkst gerade den anderen. Ja.
Na, geht's auf mich? Ja, verdammte Axt. Natürlich geht sie aufs Gras. Ich werde die am Haken verrecken. Shit, da hat ja jetzt schon wieder jemanden gehauen. Na, Darius, ne, ich werde dich einfach mal retten müssen, ne, weil... Wenn du es noch schaffst. Na klar. Warte, ich heil dich kurz. Kann ich dich heilen? Ja, du kannst mich heilen. Warum kannst du mich nicht heilen? Ja, nee, weil es war gerade einfach, dass nur ich mich heilen konnte, weil wenn man still steht, kann man ja normalerweise... Achso, ja, weiß ich, beenden. Ja. Du bist schon fertig. So. Das kann ich mitbekommen, ne? Nee, ich hatte halt Herzschlag. Ich dachte, du hast aufgehört, weil du Herzschlag hattest. Nee, ich war fertig. Ja, mich. Komm hier durch, heim. Durch. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal irgendwie schaffe, gegen eine Legion mich zu verstecken, ne? Na gut, die ist ja nicht noch aus dem Rei. Ja, ja, na klar, aber ich war halt im Herzschlagradius. Ich konnte mich halt trotzdem verstecken und dadurch wegkommen. Hm. Mal sehen, wie lange es anhält. Ja, jagt mich immer noch. So. Gerade einen Weg gekreuzt mit. Warte, Liebes, ich heile dich erstmal. Lass mich dich heilen. Alter, Jane, ich heile dich. Wer heilt mich? Die will unbedingt mich heilen, um jeden Preis. Die ist nicht mal. Naja. Kack den Skitchen. Ich bin hier oben, Ach du Scheiße. Hier oben, oder? Ja, dann kam gerade die Legion um die Ecke. So. Upsi. Okay, sie hat sie mir abgelassen, glaube ich. Ja, sie geht auf die Jane. Okay. Ich hoffe, ich habe die nicht geblockt, aber... war halt kein anderer Weg. Wo ich bin du? Oben bei der Schrottlaube. Okay, da komme ich mal zu dir. Ja, aber die Legion wird direkt, wahrscheinlich nachdem sie die aufgehangen hat, hierher kommen, also... Habe ich da einfach schnell voll. Ja gut, komm. Los, Skillcheck, los. Ja, ich brauch. Alter, wenn jetzt kein Skillcheck. Lauf. Dankeschön. Schön. Ist schon wieder in der Nähe, ne? Ja. Gehst du retten? Weiß ich nicht, ich glaube, die jagt mich. Ja? Naja, ja, sie ist hinter mir her. Ja. Okay. Ne, sie geht zurück. So was? Ja, sie geht zurück. Du was denn? Ja, zu der am Haken. Ach so, okay. Ich bin gerade am Generator, ne? Die ach so. War grad, nee. Zurück. Hm, schon verdammt, wohin? Verdammt. Ich hab Observierung 2 Stacks und ich mache einfach die Skillchecks großartig. Kann ich mein Birk auch in die Tonne kloppen? Alter, verschwendet das Birk. Scheiße, ey. Na toll. Ich hab den wichtigen Skillcheck verkackt. Den einen? Ja. Der war sehr wichtig für mich. Also ich mach gerade den Gen auf dem Bildchen. Auf dem kleinen Boot? Ne, auf dem großen. Auf dem, okay. Das ist großartig. Du bist ein Kunde. Ich mach den Gen auf dem Bötchen. Bewusst Verniedlichung. Ah ja, das kleine. Hä? Das nicht. Man sieht auch die offenen Truhen. Danke. Ja, diese Chance hast du verpasst. Ja, genau. Sie sieht einfach so, diese Truhe hast du nicht gelootet, die hast du auch nicht gelootet, die hast du auch nicht gelootet. Ja. Oh. Die ist hier noch, die geht zu dem Generator in der Nähe. Ich baue mal hier noch so ein bisschen Ablenkung auf. Ich hole mir mal hinten das eine Totem, was noch steht. Boah, ich glaube, wir sind richtig am Hintern. Wir haben hier direkt zwei Generatoren und den dort oben bei der Schrottlaube. Okay. Und die wird jetzt wahrscheinlich schön zu dem oben an der Schrottlaube immer mal gehen, ne? Aber hier hat sie die halt direkt beieinander. Ja. Ich weiß nicht, da hinten das... Ich hoffe, ich hab jetzt nicht noch eins zu übersehen.
Man weiß zwar nicht, ob sie Not hat. Aber. Not, wo sag ich? Aber 600 Punkte sind 600 Punkte, ne? Richtig. So, der jagt gerade den anderen. Ist immer noch in der Jagd, die kleinen Backe noch. Wir sitzen gerade zu zweit an einem Generator. Der ist in der Nähe von dem beim Boot. Du könntest dir vorstellen. Nee, das ist schwer zu beschreiben. Wenn du so siehst, großes Boot und kleines Boot ist beim und Boot. Ecke machen ein Dreieck und da drinnen sind wir. Aber das geht halt in zwei Richtungen, ne? Richtung Mauer. Jetzt füge ich dieses Meme ein, wo dann dieser komische Typ kommt mit diesem ganzen Mathe-Kopf. Ja, toll. So, wehe, die hat jetzt Noel. Okay. Aber sie geht auf den anderen. Was jetzt ist die Frage? Bist du beim Tor? Ich will überleben. Bei Schrottlaube? Ja, war das Schrottlaube. Okay. Also jetzt ist die Frage, hat sie jetzt keinen Noel mehr, weil alle tot im Zweck sind? Oder hat sie keinen Noel, weil sie keinen Noel hat? Ich glaube, sie hat einfach... Wie weit ist dein Tor? Gleich auf. Soll ich auch machen? Ja. Sie kommt zu uns. Damit wird sie nicht rechnen. Dieser Pebblewurf war jetzt. Boah, damit hat keiner gerechnet. Wahrscheinlich hat sie ihn noch so gesehen. Sie kommt so um die Ecke und sieht diesen Stein so rausfliegen ja. Aus dem Eingang. Das Ding ist, wir mussten jetzt Pebble. Glückwunsch. Ey, hast nicht schlecht. Was wolltest du sagen? Nee, das Ding ist, wir mussten jetzt rausrennen, weil man könnte jetzt denken, oh, wie assi seid ihr denn, dass nicht einer wenigstens noch drinnen bleibt, um die anderen zu retten. Aber sie hätte halt einen, den am Turm mit wilder Raserei geschlagen, wäre dann halt direkt auf den anderen gezogen. Das ist halt Quatsch, weil ich war verletzt, ich hätte das ja sein müssen und du warst die Antwort am Turm. Wir sind halt wirklich assi. Psst, Darius, das ist... Cut. Ja, also, ne, wenn ihr auch Assi seid, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Nein, wenn ihr jetzt drin geblieben wärt und gerettet wärt, gehen können, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber warte, wir müssen eigentlich noch sehen, ob sie Noel hat. Ja, das stimmt, das wäre es jetzt, ne? So, jetzt so, aber ich denke peinliche Minute, weißt du, wir haben schon abmoderiert und jetzt müssen wir noch drinnen bleiben. Wir haben ja noch nicht abmoderiert. Doch, ich habe schon gesagt, ihr sollt es in die Kommentare schreiben. Ach so, oh nein. Ja, die eine ist tot, okay. So, jetzt ist die Frage, habe ich das Totem einfach nur so kaputt gemacht für 600 Punkte oder für Noel? Hoffen wir mal für Noel, ne? Sonst kommst du nutzlos. Ich war nutzlos. Aber hey, eigentlich ganz coole Perks, ne? Vorher war so ein übelster beständig und so das Gespenstbild auf der Legion halt totaler Quatsch, weil du halt immer drüber gesprungen bist. Ja, das stimmt. Mittlerweile macht das schon echt Sinn, ne? Ja. Komm, die hat übelst viele Punkte gemacht. Ja, ordentlich. Volle Punkte, ne? In jeder Kategorie 8000. 32.000 Punkte sind das Maximum. Wie hat sie es hingekriegt, wenn wir beide nicht tot sind? da fehlen ein paar Punkte. Für zwei nicht aufgehangene fehlen ein paar Punkte. Na gut, aber ich war tot am Haken, du auch. Aber eigentlich fehlt... Ja, trotzdem, du kriegst trotzdem nochmal die restlichen Punkte. Naja, gut. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ihr seid vielleicht die Mathe-Asse und wir nicht so. Ja, wir haben hier nur mit dem Lehrer gespielt, aber... Ja, mit dem Mathe, ja. Der konnte besser heilen, war eigentlich ein Arzt. Schüler, was? Von der Krankenstation. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Ja, bis dahin, tschüss. Ciao.